Ein neuer Territorialkrieg läuft und wir laufen mit hier bei Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Wie ihr sehen könnt, sind wir im allerersten Feld gleich mit dabei und wir haben hier Jedi Ritter Revan und Kopfgeldjäger, die wir in dieser Episode ganz gehörig verprügeln werden. Also bleibt dran, Freunde, wir starten jetzt! Ich hoffe mal, unsere fleißigen Gildenmitglieder lassen uns hier noch ein bisschen was übrig, denn ich habe vor, hier ein ganz bestimmtes Revan-Team zu verprügeln, das ich mir rausgesucht habe, nämlich das Revan-Team mit den besten Mods, und zwar dieses hier, das noch übrig ist. Na, ich will meinen Kollegen da möglichst viel Arbeit abnehmen, und zwar der hier, ein Revan mit 298 Tempo. Alle anderen haben viel weniger oder noch viel weniger. Also gucken wir uns erstmal dieses Team hier an, gehen dort rein, und was ich hier an der Stelle gerne spielen möchte, ist tatsächlich hier dieses Separatistenteam mit Asajj und dem Zombie. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich meine Geonosianer aufheben will, um vielleicht noch ein Kopfgeldjäger-Team zu verprügeln. Ich will nicht mal schauen, ob die das schaffen. Also gehen wir jetzt erstmal rein hier in die Action, Freunde, und gucken mal, dass wir erstmal hier Revan auseinandernehmen. Und wir markieren wie immer zuerst Großmeister Yoda, ne? Machen uns unsichtbar, sodass nur noch der Zombie angegriffen werden kann. Er markiert Zombie, das passt soweit. Und ihr wisst ja, je öfter Zombie stirbt, umso besser ist das für uns. Wir nehmen erstmal allen Gegnern alle Buffs, so. Damit wir nämlich hier Yoda wieder mit Debuffs belegen können. Nicht, dass es jetzt erst einmal irgendwie relevant wäre. Am Anfang ist es immer so halb so wild, ja, ob Yoda jetzt nur Debuffs hat oder nicht. Aber es kommt mir vor allem darauf an, dass wir schon mal zum Beispiel in der Lage sind, ihn zu betäuben ab und zu mal, ne? So wie hier, wir greifen an, er ist betäubt, ne? Sowas zum Beispiel, das kann schon mal helfen. So, wir machen nochmal einen Blitz auf ihn, das macht großen Schaden. Jedi Ritter Revan greift mit an, dieses Mal auf unsere Asajj, das ist aber in Ordnung. Wir killen jetzt hier hoffentlich Großmeister Yoda, betäuben ihn vielleicht noch mit. Ah, nur Fähigkeitenblockade, okay. Und er greift hier Zombie an, das passt soweit. So, unsere Asajj hat es übel erwischt, das ist aber auch noch völlig in Ordnung. Wir sollten jetzt mal langsam anfangen, an Jolie zu arbeiten hier und heilen erstmal Asajj. So, sehr gut, dann machen wir sie wieder unsichtbar. Asajj kann leider nicht unsichtbar werden hier an der Stelle, das passt aber auch. Sie steckt ein bisschen was weg, ja. Wir heilen sie gleich wieder und die Gegner haben ja mittlerweile ordentlich Debuffs drauf. Jetzt nehmen wir den Gegnern alle Buffs. So, wenn ich sage Debuffs, da meine ich damit natürlich ihr Bestechen haben die drauf, ja, zum einen. Und zum anderen haben die... hier, ne, wisst ihr, Debuffs und so, ne, also Betäubung und so ein Kram. Und die Sache ist die, selbst wenn Asajj jetzt gestorben wäre, ne, der eine oder andere könnte ja sagen, ich hatte Glück, weil der Gegner Asajj nicht anvisiert hat, sondern den Zombie, und hat den Zombie gekillt. Ja, hätte er aber Asajj gekillt, dann wäre sie gestorben und gleich wiedergekommen. Sie hat ja zwei extra Leben, dank dem Zombie, ne, das ist ja das Geile an der Sache. Deswegen mag ich diese Konstellation so. Der einzige wunde Punkt hier, der nicht wiederbelebt wird, ist Count Dooku. Das bedeutet, der einzige, auf den wir wirklich aufpassen müssen hier, ist eben Count Dooku. Und solange Count Dooku immer unsichtbar ist, weil er schneller ist als jeder Ritter waren, ist die Chance, dass wir diesen Kampf gewinnen, fast unendlich hoch, ja. Wir machen hier Damage auf alle schon mal. So, sehr gut. Könnten jetzt hier also den da wegpusten, denke ich. So, machen wir noch einen Blitz drauf. Perfekt, um nochmal sicher zu gehen. Auch Großmeister Yoda ist schon ziemlich low, ja. Und Asajj wird ja immer stärker. Guckt euch jetzt mit dem Damage an. Hier 21.000 kritisch. Und das wird noch heftiger, ja. Je öfter der Zombie stirbt. Und der muss nicht schnell sein. Der hat hier 10. Der hat gar nichts, ne? Und selbst wenn sie, wie gesagt, Asajj killen, mache ich mir da gar keine Sorgen, dass wir den Kampf trotzdem noch gewinnen, weil sie eben zweimal wiederkommen kann, weil der Zombie zweimal stattdessen stirbt. Jetzt greifen wir mal normal an, machen uns noch nicht mal unsichtbar hier, weil Revan hat ja Markieren schon auf Asajj verschwendet. Also was soll er Count Dooku noch tun? Und jetzt schicken wir mal hier alle unsere Separatisten vor. Hier 31.000 kritisch, glaube ich, war das eben von Asajj. Und zack, das war's! Sehr gut. Jeder hier wird wiederbelebt. Jeder wird wiederbelebt, außer Count Dooku. Wenn Count Dooku schneller ist als Jedi Ritter Revan, machen wir uns am Anfang unsichtbar und haben diesen Kampf zu 100% gewonnen, Freunde. Zu 100%. Grandioses Team. Nachtschwestern. Ich brauche nur eine Seta auf Newt Gunray und eine Seta auf B1, damit dieses Team funktioniert. Nachtschwestern brauchen so viele Setas, so viel Gear, so viele gute Mods, um ansatzweise mithalten zu können mit Jedi Ritter Revan. Und ich brauche nur schnelle Mods auf Dooku und zwei Setas und das war's, ja. Eines meiner absoluten Lieblingsteams aktuell in Galaxy of Heroes. So, wir nehmen jetzt ein Kopfgeldjäger-Team raus. Ich suche mir gerade mal eins aus, ich weiß noch nicht, was für eins. Ich habe noch keine Gedanken gemacht. Das nächststärkste wäre wahrscheinlich das hier unten. Oder das da oben, das hier wahrscheinlich, mit Greedo, Seta und ihm hier. Und ich möchte gerne mal jetzt hier meine Geonosianer testen. Die sind noch nicht völlig ausgebaut, meine Geonosianer. Die haben noch nicht alle Gear 12-Teile. Und die könnten bessere Mods vertragen.
Aber Sunfag und Brut Alpha haben schon ganz gute Mods, ja. Der Rest ist so ein bisschen, wischiwaschi, Mischmasch-Zeug. Und ich weiß, die Gegner haben Flächenschaden. Ich will aber mal schauen, ob die das schaffen. Das könnte jetzt natürlich voll nach hinten losgehen, ne? Theoretisch möglich. Aber, Freunde, wir werden sehen. So, ich greife jetzt erst einmal hier normal an. Ich hebe mir das hier auf, um jemanden vorzuschicken. Ich will nämlich seine Zähigkeit schwächen hier und ihm Fähigkeitenblockade verpassen. Perfekt. Läuft doch super. Als nächstes würde ich gerne mal Greedo ausschalten. Wir machen aber zuerst einmal diese Fähigkeit hier, denn die sorgt dafür, dass Gegner, ihr seht es, entblößt werden. Sehr gut. So, und dann machen wir jetzt diesen Angriff hier. Das ist ein richtig starker Burst-Angriff. Der entfernt jeden Buff von mir, 3 Buffs und 2 Debuffs vom Gegner und macht damit eben 40% extra Schaden für jeden auf diese Weise entfernten Buff. Guckt euch jetzt mal diesen Damage an, Freunde. 36.000 kritisch, plus die anderen alle noch mit dazu. Unheimlich grandios. Als nächstes machen wir mal hier den da platt, IG-88, ja. Machen dabei einen Schwarmangriff. Guckt euch mal diesen Schwarmangriff an. Und Fähigkeitenblockade ist auch noch oben drauf. Perfekt. So, jetzt gehen wir hier auf Boba Fett und machen das hier. Und schicken dabei jemanden vor. Und zwar am besten unseren Spion. Der macht nämlich richtig krassen Damage. Oder wisst ihr was? Wir schicken Poggle vor. Der hat nämlich eine Chance, hier eine Fähigkeit blockade zu machen. Im Endeffekt ist es egal, wie wir vorschicken, weil nämlich, weil die sowieso zweimal angreifen. Wenn aber Poggle, wenn ich Poggle vorschicke, dann greift er an und greift gleich wieder mit an. Also zweimal. So, und jetzt machen wir Schaden auf alle. Ist egal, wen wir anwesend sind. Wir sehen mal ihn hier an, weil er nämlich den Schwarmangriff abkriegen soll, weil ich an ihm hier arbeiten will. Und jetzt machen wir Damage auf alle. So, ne, der, den wir anvisieren, der kriegt halt eben den Schwarmangriff. Als nächstes arbeite ich hier an Django, weil er als nächstes dran ist, ganz einfach. Ne, alle Geonosianer greifen mit an, sehr gut. Und dann machen wir das hier, um uns zu verstärken. Ne, wir verstärken alle Geonosianer, schicken jemanden vor. Ich schicke am besten den Soldaten vor, weil er bei mir am stärksten ist momentan. Macht den meisten Damage. Und außerdem verstärke ich unser komplettes Team und alle anderen greifen mit an. Sehr gut. Er ist einmal draufgegangen, ist jetzt dran, schießt seine Rakete. Das passt, fängt sich erstmal ein paar Konter. Und wir greifen jetzt normal an hier. So, und er hier macht jetzt ein bisschen Feuer auf uns, auch das ist völlig in Ordnung. Auch er fängt sich ein paar Konter ein von unseren beiden Geonosianern, die kontern können. Jetzt greifen wir wieder ihn hier an. Perfekt. So, jetzt würde ich gerne ihm wieder Fähigkeitenblockade verpassen. Und ihr seht, er hat reduzierte Zähigkeit, das heißt, die Chance ist hoch. Poggle greift mit an, es ist geprockt, also hat er Fähigkeitenblockade und kann jetzt eben wieder nicht provozieren, aktivieren. Jetzt greifen wir normal an, alle anderen greifen mit an, sehr gut. Und wir warten mal, ne, hier, er fängt sich wieder an Konter, perfekt. So, jetzt greifen wir wieder ihn hier an, alle anderen greifen mit an, wie immer. Und das war's, er ist draufgegangen, jetzt greifen wir ihn wieder an. Alle anderen greifen wieder mit an, perfekt. Poggle könnte übrigens Debuffs entfernen, hat aber sowieso Fähigkeitenblockade und seine Fähigkeit ist auch gerade auf Abklingzeit. Jetzt werden wir wieder ihm Fähigkeitenblockade geben. Er ist ausgewichen leider, okay, auch das kann passieren. Wir schicken aber jetzt Poggle vor, so wie vorhin. Und Poggle greift wieder mit an und er hat wieder Fähigkeitenblockade. Ne, seht ihr, wir machen jetzt nochmal vierfache Geschwindigkeit und werden ihn entblößen. Sehr gut, ne? Hier, entblößen ist sehr gut. Greifen normal an. Alle anderen greifen mit an hier. Und jetzt machen wir wieder einen Powerschlag. 3 Debuffs von ihm entfernt. Und bei uns 1, 2, 3, 4, 5. Also, Freunde, guckt euch mal diesen Damage an. Gegen einen Tank. 143.000 kritisch, Freunde. Oh mein Gott. Ich raste selten so aus, aber 143.000 kritischer Schaden gegen Bossk. Gegen einen Tank. Einen Tank, der so hart ist wie Bossk, Freunde. Das ist schon richtig krass. Also absolut awesome, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. So, jetzt haben wir noch Jedi-Ritter Revan übrig. Und wir könnten auch einen weiteren Jedi-Ritter Revan rausnehmen hier an der Stelle mit unserem Jedi-Ritter Revan-Team. Mal schauen, wie die Anweisungen sind hier. Konter, Jedi Training Ray, Jedi Knight Revan, was Jedi Knight Revan schlagen kann, mit Ausnahme Darth Revan. Also wir dürfen alles benutzen hier, auch Jedi Knight Revan. Und ich guck mal ganz kurz, wer jetzt der nächste langsame Jedi Knight Revan ist, weil nämlich mein Jedi Knight Revan nicht so gute Mods hat, ne? Also gucken wir ganz kurz hier rein. Er hier hat 284 Tempo, das ist mir, glaube ich, schon ein bisschen zu schnell. Gucken wir uns mal ganz kurz ihn hier an. Ne? Wie lassen wir da für die anderen? 263, das müssten wir schaffen können. Gucken wir jetzt mal ganz kurz bei Julie, wie viel Gesundheit er hat. Das spielt nämlich auch eine große Rolle. Julie hat eine Gesundheit von 48.000, ist schon echt viel. Gucken wir jetzt mal Yoda an, Großmeister Yoda. Und wie viel Angriffskraft der hat? Der hat 5.600. Wir könnten das schaffen, Freunde. Ah, okay, das wäre auch easy peasy. Die haben zwar hier einen Darth Revan, die haben Darth Revan mit Darth Malak, genau, das ist der Grund. Also alles andere ist easy peasy, aber Darth Revan mit Darth Malak ist schon ein bisschen schwieriger als die ganzen. Ihr seht, guckt euch das mal an, Freunde. Hier ist ein Gegner. Und das ist wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum wir dieses Schoten gar nicht erst versuchen. Aber oben ist alles voll mit Jedi Knight Revans und Kopfgeldjägern. Und wir gehen lieber oben rum als unten rum.
Schon echt interessant. Aber ihr seht, alle auf Anhieb geschlagen. So will ich das sehen. Und komm, wollen wir kämpfen? Komm, wir kämpfen einfach mal gegen den hier. Wir nehmen jetzt hier unser Jedi Draven Team. Ich mach das einfach mal. Warum eigentlich nicht? Im schlimmsten Fall schwächen wir die Gegner zumindest einfach nur, ne? So, nehmen wir das mal mit. Und dann auf geht's, Freunde. Okay, in der Regel will ich Großmeister Yoda zuerst ausschalten. Deswegen markiere ich ihn mal ganz schnell hier an der Stelle. So, wir sind noch einfach in Geschwindigkeit. So, perfekt. Wir haben ihn fast gekillt. Wir machen jetzt nochmal ganz kurz einen normalen Angriff auf ihn. Damit ich diesen Buff kriege. Sie markieren Jolie zuerst, das ist in Ordnung für mich. Weil er eben, wenn sich bei ihm Retter auslöst, dauert länger, bis sich bei ihm Retter auslöst, ne? Yoda hat keine Buffs bekommen, wie ihr seht, ne? Eben, oder keine Buffs verteilen können. Also super klasse, unser Tank auch wieder. Okay, perfekt. Jetzt greifen wir Yoda an hier an der Stelle. Nein, beziehungsweise Jolie, weil wir haben ja Retter schon ausgelöst, also schicken wir Yoda vor. Awesome, ein Treffer. Jetzt machen wir einen Schwarmangriff eben auf Jolie. Sehr gut, er kontert. Und wir verteilen erstmal Buffs. So, okay, perfekt. Dann, wir müssen das Stück für Stück angehen hier, ne? Und dann schicken wir jetzt mal, wir tauschen Zugleiste mit Yoda, greifen alle an. Yoda ist dran. Yoda muss leider jetzt ihn angreifen hier, das ist ziemlich blöd gelaufen. Aber mein Gott, was soll das? Greifen wir halt den da an. So, wir warten jetzt quasi, bis jeder Ritter Revan wieder markieren kann, ne? Es bringt nämlich nichts, dass sie ihn anzugreifen, weil ich versuch's mal hier, komm. Er ist ausgewichen einmal, okay. So, Retter hat sich ausgelöst für ihn. Das ist völlig in Ordnung. Wir schicken jetzt mal hier Großmeister Yoda vor. Perfekt. So, und dann machen wir... Wir müssen immer noch ihn angreifen. Na gut, geht halt nicht anders. Machen wir hier die Buffs weg. Sehr gut, er ist betäubt. Okay, jetzt markieren wir Jolie. So, okay. Und jetzt geben wir alles. Wir verteilen nochmal ganz kurz unsere Buffs hier. Und schicken dann mal hier... oder wisst ihr was? Wir frischen mal unsere Buffs hier auf. Sehr gut. Und schicken dann mal hier Revan vor. Revan. So, tauschen nochmal Zugleiste mit Yoda hier an der Stelle, machen einen fetten Angriff auf ihn, sehr gut. Und ihr seht, das ist einfach saumäßig nervig, weil der Gegner vor allem, oh mein Gott, Bastila, weil der Gegner vor allem hier dauernd regeneriert, ne, Schutz regeneriert und so weiter, geheilt wird und so. Und gerade wenn er 48.000 Gesundheit hat, da seht ihr schon, mit meinem Separatisten-Team wäre das wirklich ein Kinderspiel. Wir schicken jetzt mal hier Bastila vor, damit sie sich ein bisschen heilt hier an der Stelle. Greifen nochmal mit Bastila an hier, so. Okay, wir haben gekontert, das ist schon mal gut. Oh mein Gott, diese Heals sind so widerlich. Okay, dann verteilen wir noch mal Buffs. So, machen das hier und markieren Jolie noch einmal. Und endlich ist er down, dieser Dämon. Ah, Bastila ist leider auch down bei uns, das ist sehr schade. Wir greifen jetzt mal hier ihn hier an. Okay, sehr gut. Das ist abgeprallt eben. Und dann wollen wir wiederbeleben. Ja, wir schicken erstmal hier Yoda vor. Perfekt. So, greifen wir nochmal an. Awesome. Er kontert, aber das ist in Ordnung. Dann machen wir mal hier Damage auf alle. Sehr schön. Und dann schicken wir hier Jedi Ritter Revan vor. Perfekt, der ist down. Jetzt schicken wir Yoda vor. Also tauscht Zugleiste besser gesagt. Greifen dann Großmeister Yoda an. Und er ist fast down. Schade. Fast hat's gereicht. Aber der Konter war schon mal ganz ordentlich hier. So, nochmal ein Konter, weil wir ihn nämlich dadurch seinen Schutz genommen haben. Jolie wurde markiert. Ich glaube, wir sollten besser mal wiederbeleben, jetzt hier sicherheitshalber. Bastila wiederbeleben. Oh mein Gott, wie oft er angreift. Alter Schwede. Aber wir können doch nicht wiederbeleben, weil er markiert wurde. Okay. So. Na gut, und ihr seht, wie lange sich dieser Kampf zieht einfach hier. Das ist echt widerlich. Wir springen doch mal drauf auf die Gegner. So, dann verteilen wir die Buffs nochmal. Und ich hoffe mal, dass Jolie noch ein Weilchen überlebt. Ja, dank seinem Konter überlebt er noch ein bisschen. Jetzt greifen wir Yoda an hier. Und er ist fast down. Ach, er kontert wieder. Schicken wir hier Revan vor. Sehr gut. Jetzt wird er wieder geheilt. Oh mein Gott. Mann, 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 Mann. Dass ich jetzt ausgerechnet... Er wurde wieder markiert, ne? Das ist auch wieder blöd. Ausgerechnet dieser kleine, hässliche, grüne Gnom. Und unser Jolie ist down. Ich hätte mal besser wiederbleben sollen. So, der ist wenigstens auch down jetzt hier. Okay, jetzt versuche ich mal Jedi Revan Platz zu machen. Und der Revan wurde markiert. Schicken wir Yoda vor. Okay, das sollte aber noch machbar sein hier, denke ich mal. Er kann zumindest gerade nicht kontern. Greifen wir ihn mal an. Perfekt, Freunde. Sehr gut. Na gut, wir heilen das nochmal hier ganz schnell. So. Und dann machen wir nochmal ganz schnell die anderen alle platt. Ich gehe am besten mal in Automodus hier.
Und das sollte ich, denke ich, es gewesen sein. Perfekt. Und ihr seht, warum so ein Kampf so nervig ist. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Missplay gemacht. Ja, also es war vielleicht nicht so sonderlich effektiv, wie ich gespielt habe, weil ich mich vielleicht ein, zwei Mal verklickt habe. Oder ihr wisst ja, beim Kommentieren der Hitze des Gefechts. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Kämpfe einfach widerlich langweilig. Das ist genauso, wie man Phönix gegen Phönix kämpft oder Padme gegen Padme oder so. Absolut widerlich. Und zukünftig werden wir dann eben, also ne, deswegen kämpfe ich eben zukünftig immer so gerne mit meinem Separatisten-Team. Das war ein Kinderspiel. Und der hatte sogar noch schlechtere Mods als der andere. Ne, der hier zum Beispiel hatte wesentlich, ich kann es nicht mehr zeigen, der hatte 298 Tempo und seine ganzen anderen Charaktere hat wesentlich bessere Mods. Und ihr habt gesehen, was das für ein Traum war. Ich hätte das im Automodus machen können. Und das hier war halt eben ziemlich blöd. Okay, Freunde, wir haben auf jeden Fall 3 Kämpfe gemacht. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendetwas passiert. Wir werden unsere anderen Charaktere dann wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Wir schauen mal, sobald unsere Verbündeten, unsere anderen Gildenmitglieder hier aufgeräumt haben, dieses letzte Team weggeräumt haben, dann gehen wir nochmal rein und schauen, was sich da hinten dran befindet und machen das dann wahrscheinlich in der nächsten Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Und dann geht es weiter mit diesem Territorialkrieg. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Möge die Macht mit euch sein.